Schönen guten Tag, Couchers, zu einer neuen Folge The Search. Und ja, ihr kennt das schon, wie immer am Anfang die Erinnerung. Vielen Dank an Games Planet für das Spiel. Und unten, da unten in der Videobeschreibung, findet ihr einen Link, einen Affiliate-Link. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ja, könnt ihr darüber einfach was kaufen. So. Jetzt wollte ich... Wie viel? 900, 400... Jetzt wollte ich tatsächlich mal eben das eine Level machen. Weil ich jetzt wieder einen Implantatslot habe. Und hier denke ich, werde ich das... Nee. Das hier wollte ich. Reduziert den Energieverbrauch von Finishern. Ich glaube, das könnte ganz nützlich sein. Bitte vergiss nicht. Und dann Sicherheit wollte ich jetzt bei weitergehen. Arbeit ist unsere einfach höchste mal. Priorität und sollte auch deine sein. Wow, wirklich? Prinzipiell habe ich mir gedacht, wo es weitergeht. Aber ich habe auch nochmal den netten Hinweis bekommen, dass ich an der Stelle, an der sich der Zug befindet, dass der jetzt aktiviert ist. Das hatte ich mir, prinzipiell hatte ich mir das gedacht, weil ich ja die Energiezufuhr hergestellt habe. Und da dachte ich mir schon, dass ich jetzt irgendwie mit dem Zug weiterkomme. Der ist so schnell gestorben. Eigentlich dachte ich mir, ja, jetzt kann ich dem ja vielleicht mal seinen Finisher, kann ich vielleicht mal meinen Finisher benutzen, jetzt wo die Energiekosten dafür reduziert sind. Oh Gott. Noch ein Schlag, noch ein Schlag. Aua. Noch ein Schlag. Der ist ja direkt dahinter. Gegen solche Viecher baue ich zum einen relativ viel Energie auf. War hier hinten sonst eigentlich eben noch irgendwas? Nee, oder? Nee, hier komme ich auch nur eben hier nach oben. Okay. Ja, mein Altmetall werde ich da liegen lassen. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich da sinnvoll rauskommen soll. So, Zug müsste jetzt eigentlich funktionieren. Bahn betreten, um zur nächsten Station zu fahren. Nächste Station, Fertigungskomplex B, Personalankunft. Okay, Fertigungskomplex B. Ah, auf der Karte sehen wir sogar die Gebäude, die sind entsprechend markiert. Kann ich... Ich will einfach nur wissen, was passiert. Nächste Station... Stillgelegte Produktion. Raketenmontage. Ja, das, da fahre ich also einfach wieder zurück. Ich war jetzt einfach so rein Interesse halber, weil da ja eigentlich dran steht, zur nächsten Station fahren. Nächste Station. Aber gut, nächste Station ist prinzipiell ja... Personalankunft. Ja, kann man ja zu beiden sagen. Auch wenn ich zurückfahre, ist das die nächste Station. So, aber hier wollte ich... Leibhaftiges Meeting mit Jonah Gutenberg, Gründer von Creo. Das war eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine, ihr wisst ja, dass Creo kein x-beliebiges Unternehmen ist. Unser Gründer Jonah Gutenberg hat eine Vision. Die Vision einer besseren Welt. Ich muss es euch nicht sagen. Wir sehen doch wirklich alle, was hier passiert. Und so haben wir uns das bestimmt nicht vorgestellt. Jonah sah, wie die Welt vor seinen Augen zerfiel. Es waren nicht nur die sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die Schere zwischen Arm und Reich. Nein, es war größer. Zunehmende Missernten, steigende Meeresspiegel, Dürren, Fluten, Stürme, unsere Welt lag im Sterben. Projekt Resolve war nicht als Heftpflaster gedacht, sondern als Heilung. Mit jedem Start wird die Integrität unserer Atmosphäre gestärkt. Mit jeder Raketenladung wird die Welt für künftige Generationen verbessert. Jonah nutzte seinen erheblichen Einfluss, um die Reichen und Mächtigen der Welt zusammenzubringen und das Kyoto-Abkommen zu unterzeichnen. Nicht länger konnte der Umweltwandel ignoriert werden. Viele hielten es bereits für zu spät.
Doch Jonah hatte eine Idee. Und durch die riesigen Ressourcen seines Unternehmens schuf er den Prototyp, der schließlich bekannt wurde als Projekt Resolve. Und darum seid ihr hier, um etwas zu bewirken. Darum ist Creo hier. Darum sind wir alle hier. Ein Traum wird Wirklichkeit. Nicht nur für uns, sondern für unsere Kinder. Und für unsere Kindeskinder. Das klingt hier erstmal ganz gut, dass der was gegen... Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich hatte gerade ein leibhaftiges Meeting mit Jonah Gutenberg, Gründer von Creo. Das war eine Wahnsinnserfahrung. So, die Tür hier ist kaputt. Wie gesagt, das klingt ja erstmal ziemlich geil. Kerl, der was gegen den Klimawandel tun möchte, der sich dafür einsetzt. Ich muss es euch nicht sagen. Der es geschafft hat, dass die Reichen sich drum gekümmert haben. Und wie gesagt, klingt ja erstmal ziemlich geil, was er vorhatte. Aber naja, was wir bis jetzt über dieses Unternehmen wissen, ist es nicht so berauschend. Was passiert hier? Netzwerkfehler. Umleitung. Manuelle Verbindung hergestellt. Willkommen im Fertigungskomplex B. Arbeiternummer. Datenbankfehler. Ich führe Sie gern herum. Oh. Wie kann ich behilflich sein? Ich führe Sie gern herum. Herum. Die ist irgendwie ein bisschen defekt. Ich glaube, dadurch durch den Datenbankfehler, dass meine Registrierung hier irgendwie nicht so hundertprozentig ist. Ja. Richtig. Also, wo sind alle? Verbindung zu CreoNet fehlgeschlagen. Keine Daten verfügbar. Großartig. Dann, wo ist die Servicestation? Keine Informationen verfügbar. Du bist ja wirklich super hilfreich. Hast wohl irgendwo eine Schraube locker, hä? Danke für Ihre Anteilnahme. Fehler. Keine lockeren Schrauben gefunden. Okay, das fand ich ganz witzig. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Lassen Sie mich Ihnen den Weg zeigen. Nutzungsbedingungen und Lizenzvereinbarungen. Benötigen Sie meine Dienste. Bereitgestellt von Creo. Ich helfe gern. Ich helfe gern. Okay. Ich helfe gern. Ah. Bitte bleiben Sie am Apparat. Deine Begleitdrohne ermöglicht es einzigartige Kampfaktionen. Erweitere ihr Arsenal, indem du neue Drohnen... Fliegst du jetzt mit mir? Die Drohne feuert ein energiegeladenes Geschoss auf deine Gegner und verursacht leichten Schaden. Kann ohne Energie eingesetzt werden, verursacht dann allerdings kaum Schaden. Okay. Kommst du jetzt mit? Oh, ich überlege gerade, ob ich eben einmal zurückgehe. Weil die Drohne konnte hier ja mir gerade die Tür öffnen. Und ja, wir gehen eben einmal zurück. Ich will es eben testen, weil der Weg dahin ist nicht so weit. Wir hatten ja unten die Mitarbeitertür. Und bevor wir jetzt hier uns auf den weiteren Weg machen und ich mir irgendwann denke, jetzt muss ich auch nicht umdrehen, gucken wir eben einmal, ob ich an der Stelle vielleicht... Oh Gott, nee, nicht einfach runterspringen. Ob ich an der Stelle, wo diese Tür ist, vielleicht mit meiner Drohne weiterkomme. Schauen wir mal. Steht da nicht noch einer? Okay. Ich gehe einfach runter. Ich will jetzt eigentlich tatsächlich gerade nur... Du kannst dein derzeitigen Drohnenmodul aufladen, indem du die Drohne aktivierst, während du keinen Gegner anvisiert hast, sofern du genug Energie besitzt. Die Aktivierung eines aufgeladenen Drohnenmoduls markiert durch... verbraucht keine Energie. Okay. War nicht ganz verstanden. Drohne so, wenn ich Energie habe. Oh, ja, dann macht es durchaus Schaden. Okay.
Wollte ich jetzt einfach nur mal testen. So. Dann hier runter und dann war die Tür da ja schon fast direkt. Rein Interesse halber, einfach ob das da wirkt. Alleine dadurch weiß ich dann ja auch, ob das irgendwie für zukünftige... Oh, das war dumm. Bisschen aufpassen. Da kann ich jetzt sogar pullen. Ist das geile. Okay. So. Zugangsberechtigung erforderlich. Kannst du, Drohne? Fuck, habe ich jetzt gerade meinen ganzen... Nee, habe ich nicht. Schade, okay, also hier komme ich auf jeden Fall mit meiner Drohne nicht rein. Ich dachte, Zugriff weil das hier verweigert. Eben auch Personal ist, und das andere ja eigentlich auch ein Personalaufzug war, dass ich dadurch eventuell, naja, da jetzt durchkomme. Aber vielleicht bekomme ich irgendwann, habe ich irgendwann nochmal so ein Hack, dass ich als Personal gelte oder so. Das scheint auf jeden Fall noch nicht der Fall zu sein. Dementsprechend, ja, gehen wir dann erstmal an der richtigen Stelle weiter. Noch ein Item. Komm ich da ran? Na, komme ich hier irgendwie durch, bitte? Da habe ich doch tatsächlich was übersehen. Ach, okay, eigentlich einfach nur ein kleiner Schrotthaufen. Aber gut, besser als nichts. Ist alles Altmetall. Kann man irgendwo alles gebrauchen. Also früher oder später zumindest. Nächste Station, Fertigungskomplex B, Personalankunft. Das ist natürlich, also das hier mit dem Hin- und Herfahren ist natürlich jetzt so ein kleiner Kritikpunkt an The Surge. Was eben Dark Souls um einiges besser macht. In Dark Souls ist ja wirklich, man kann überall, also... Ja, wobei, es gibt auch manche Flugpassagen. Aber durchaus kann man eigentlich ja fast alles zu Fuß erreichen. Und was man sieht, da kommt man hin. Während ich das Gefühl hier jetzt noch nicht hatte. Personalankunft, okay. Die Begleiterdrohne wird mit der Zeit immer nützlicher. Halte nach Drohnenmodulen Ausschau, um ihr neue Tricks beizubringen. Okay. Vielleicht brauche ich eben da auch dann irgendein Modul zu. Drücke Y, während du einem Gegner gegenüberstehst, um eine Drohne anzugreifen. Ja. Ah ja, das war einfach... Okay, das sollte wahrscheinlich einfach nur den Kampf mit der Drohne kurz zeigen. Da geht... Jetzt runter. Das hier oben ist der offensichtliche Weg. Ist hier irgendwas? Ne, da ist nichts. Wobei, vielleicht geht es ja auch tatsächlich einfach nicht weit. Willkommen. Diese Einheit wird derzeit mit Notstrom versorgt. Okay. Dienstleistungen sind eingeschränkt. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten. Gut, dass ich hier doch nochmal reingeguckt habe. Ich dachte eigentlich erst, ja, hier geht es bestimmt weiter. Terminal vorübergehend gesperrt. Ich meine, habe ich mir gedacht, aber... Sie geben Acht auf dich. So, hier kann ich ja eigentlich nicht groß was machen. Weil, naja, aktuell... Ja, kann ich halt nicht groß was machen. Habe ich eigentlich... Oh, die Montageeinheit ist auch offline gerade. Okay. Hier ist... Okay. Also eigentlich ist außer dem Medibay alles offline hier gerade. Komm jederzeit wieder. Die Drohne eigentlich jetzt wieder da? Nee. Die Drohne war tatsächlich nur so ein Ding für... hier, du kannst mit deiner Drohne kämpfen. So, also da unten liegt was. Ich
Was ist das da unten und was tut es da? Hier geht es tatsächlich gerade noch nicht weiter. Also ich weiß, wo es weiter. Ich weiß, dass es hier neben weitergeht. Dass ich hier irgendwie neben weiter kann, aber. So, Wolfram-Legierung. Problem ist, ich habe halt immer noch keine Beleuchtung. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, muss ich einfach mal so sagen. Was das Ding hier... Warum hat er hier... Also der hatte ja wohl eine absolute Fehlfunktion. Nun ist auch nichts. Wundert mich gerade. Geht's hier oben irgendwo weiter? Ne, da geht's nicht weiter. Oh, hier. Toll. Super. Jetzt habe ich hier schon was freigeschlagen. Da dachte ich, oh, geil, da geht's doch weiter. Nö, da geht's nicht weiter. Gab es unten vielleicht was zum Aufschlagen noch? Nee. Die Seite hier? Warte mal, hier hinten, hier ist was, oder? Da kommen wir aber nicht hin. Okay, also da geht's nicht weiter. Das kann ich nicht kaputt machen. Hier. Diese Einheit ist nicht voll funktionsfähig. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass da unten nichts ist. Muss ich gestehen, aber... Ja. Was genau ist da jetzt passiert? Oh shit! Falsche Taste. Eigentlich wollte ich mich nicht heilen. So, aber ich müsste doch jetzt den Hammer bekommen, oder? Das ist ein Schrotthaufen, das ist okay. Und den Hammer. Holy shit, ey. Man sollte es besser wissen, wenn man schon mal ein Dark Souls-Spiel gespielt hat, dass hinter solchen Ecken was lauern kann. Und gerade wenn auf der gegenüberliegenden Seite was ist. Aber ich wusste schon, dass ich das... Sektor wird initialisiert. Okay. Sektor online. Das ist doch praktisch. Jetzt ist der Sektor online. Was sagt die Zeit? Wir sind bei fast 18 Minuten. Drücke Y, während du einen Gegner gegenüberstehst, um deine Drohne anzugreifen. Okay. Das war ein bisschen knapp. Da hätte ich mich nicht unbedingt treffen lassen müssen. Okay, das Armmodul bekomme ich von ihm. Das Hauptquartier des Werksschutzes ist zutrittsbeschränkt. Okay, das heißt... Gehen Sie weiter, Arbeiter. Ich befürchte, die werden mich hauen, wenn ich damit interagieren möchte. Okay, aber wir haben zum ersten Mal... Menschen, also außer im Tutorial, oder nee, nicht im Tutorial, außer bevor der Charakterauswahl, die uns freundlich, oder naja, freundlich gesonnen ist jetzt die Frage, aber die keine direkten Feinde sind, gefunden. So, jetzt will ich eigentlich jetzt nur noch ganz kurz gucken. Dies ist keine genehmigte Pause. Hallo? Ist da jemand? Kannst du mich hören? Bitte, wenn du kannst, dann melde dich. Warren, ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen. Zum Glück bist du okay. Sagst du mir endlich, wer du bist? Sally. Ich bin Sally. Ich arbeite im medizinischen Team auf der Vorstandsebene. Ich versuche einfach irgendwie zu helfen, aber ich sitze fest. Ich bin hier oben völlig isoliert. Was zur Hölle läuft hier eigentlich? Es gab irgendeinen Zwischenfall, mehr weiß ich nicht. Dein Bereich ist abgeregelt. Ich sitze oben auf der Vorstandsebene fest. Es läuft so gut wie nichts. Ich bekomme jede Menge Notsignale rein, aber du bist der Einzige, den ich erreichen konnte. Wir müssen etwas tun.
Ich bin der Einzige, den sie erreichen kann. Ja, ich habe bis jetzt auch irgendwie noch nicht viele gesehen, außer die ganzen verrückt gewordenen. Toll. Hoffe, das qualifiziert für einen Gefahrenzuschlag. Okay. Wir müssen rausfinden, was passiert ist, und das werden wir nicht, wenn wir nur hier rumstehen. Wir stecken da gemeinsam drin, und ob's dir gefällt oder nicht, wir sind auf uns gestellt. Jedenfalls fürs Erste. Ja, und was sollen wir tun? Hast du versucht, Hilfe zu rufen? Das System ist komplett abgeriegelt. Soweit ich weiß, ist es unmöglich, irgendwen von außerhalb zu kontaktieren. Und wie es aussieht, sind die meisten Kommunikationssysteme tot, abgesehen von den Servicestationen. Super. Okay, ich sollte jetzt los. Sei vorsichtig da draußen. Die tun so, als würden sie sich schon jahrelang kennen. Aber naja. Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen, dass es dort sicher wäre. Der Werkschutz hat sie abgeriegelt, aber der Weg dahin, das ist das Problem. Sie hat gesagt, die Sache wird bald unter Kontrolle sein und dass sie externe Unterstützung angefordert haben. Das zeigt nur, wie ernst die Lage ist, wenn sie um Hilfe von draußen bitten. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn die alles unter Kontrolle haben, dann werde ich einfach hier sitzen bleiben und warten. Es ist erschreckend genug, den Geräuschen zu lauschen. Geschweige denn, da rauszugehen. Hier drin bin ich sicher. Sicher? Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen, dass es dort sicher wäre. Der Werkschutz hat sie abgeriegelt, aber der Weg dahin... Wollte ich nicht. So, habe ich mittlerweile genug um ein Brustmodul? Habe ich immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie viel Zeug ich da... Also, wahrscheinlich, viel ist es ja wahrscheinlich nicht, aber ich brauche dafür immer noch 4 von den Dingern, damit ich das herstellen kann. Kann ich irgendwas upgraden oder so? Ne, dafür fehlt mir dann auch entsprechendes Material. Vielleicht eine von den anderen Sachen, die ich trage. Nee, auch nicht. Kann ich noch irgendwas herstellen, was sich lohnt gegenüber... Nee, ich glaube, ich habe keine neuen Dinge. Also ich habe nichts, was ich nicht sowieso trage hier in der Herstellung. Das Problem. Sie hat gesagt... Kann ich hier nochmal kurz reingucken? Ich habe aber auch nichts gefunden oder so. Ah ja, hier ist meine Drohne drin. Ich habe noch irgendwie eine neue Waffe gefunden. Ach so, das war hier der komische Hammer, den ich da gefunden hatte. Das ist die erste Zweihandwaffe, kann das sein? Das hier ist doch einseitig montiert, zweiseitig montiert. Okay. Interessant. Die Sache wird bald unter Kontrolle sein und dass sie externe Unterstützung haben. Holy shit. Das zeigt nur, wie pass auf dich auf. Holy shit, ey. Von draußen bitten. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn die alles unter Kontrolle haben, dann werde ich okay. Hier sitzen bleiben. Das sollte ziemlich Wumms machen. Schön dich. Aber ich glaube, ich bleibe dann erstmal lieber doch da. Weiterhin dabei. Was hat das hier angesagt? Ich habe aber noch eine ausgedehnte Kolbenzange. Achso, da ist die Skalierung niedriger, aber der Energiegewinn ist höher. Benötigst du Hilfe, Warren? Dann schauen wir noch einmal ganz kurz, was das bringt, die abzugraden. Die geht auf 30 hoch, aber meines auf 35 schon. Das wäre wahrscheinlich sogar das erste, was ich dann auf Stufe 2 upgraden würde. Was wäre nochmal viel. Wobei, vielleicht finde ich auch nochmal eine andere Waffe. Egal, ich würde sagen, dabei belassen wir es einfach mal für heute. Ich zahle noch eben mein Altmetall ein. Und, beim nächsten Mal werde ich dann hier, das nächste Gebiet mal weiter erforschen. Bis dahin würde ich mich sehr über einen Daumen freuen, wenn es euch gefallen hat. Erinnere wie immer nochmal an Gamesplanet. Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.